1-0. Guten Abend zusammen. Hallo. Annegreten schreibt scheiß Werbung. Ich habe die Werbung ausgeschaltet, Annegreten. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Ich hoffe, die kommt heute Abend nicht mehr zwischendurch. Wenn ja, sagt mir dann bitte nochmal Bescheid. Ja, guten Abend nochmal an alle. Heute Abend mal wieder das Thema Frau Geliebs. Rebecca haben wir natürlich nicht aus den Augen verloren, aber da gibt es jetzt auch nichts irgendwie entscheidend Neues. Deswegen heute Abend nochmal oder erst nochmals Frau Geliebs. So, ich möchte hier erstmal auf den Chat eingehen. Nämlich die Zuschauerin G.B. schreibt: Hallo Bernie, als stille Konsumenten deines Kanals möchten wir uns einmal kurz zu Wort melden. Betreff Frau Geliebs. Wir haben vor einiger Zeit ein Video-Statement von der Mutter gesehen. Mit sehr viel Erfahrung, gleich Presse- und Online-Kanälen, die definitiv mehr als belastend für sie gewesen sind. Beziehungsweise immer noch sind. Denn niemand bedenkt ihre belastende Situation. Keinerlei Anfrage, ob man über ihren oder diesen Fall mit ihrem Einverständnis berichten kann oder darf. Du solltest bitte definitiv nochmal darüber nachdenken, ob du dieser armen Frau noch mehr Schmerz zufügen möchtest. Ja, ich habe darunter schon einiges geschrieben, wie ich das sehe. Ich habe ja schon geschrieben, da dürft man normalerweise über nichts mehr berichten. Gar nichts mehr, überhaupt nichts mehr sprechen. Am besten wird TV abgeschaltet, es gibt keine Nachrichten mehr. Null. Ich sag mal so, das ist deine Meinung. Die Meinung von Frau Liebs kenne ich nicht. Und ich werde den Teufel tun, der Frau Liebs oder versuchen, mit Frau Liebs direkt in Verbindung zu treten. Denn das wäre aktiv von mir, aktiv dazu beizutragen, dass sie immer wieder an den Fall erinnert wird. Ich denke mal eher, dass Frau Liebs diesen Kanal hier nicht kennt und auch diese Sendung hier nicht schaut. Und von daher denke ich nicht, dass ich hier Frau Liebs irgendwelche Schmerzen, seelische Schmerzen zubereite. Wie gesagt, wenn ich jetzt versuchen würde, mit Frau Liebs in Kontakt zu treten, telefonisch, per E-Mail oder sonst was immer, dann würde ich da sicherlich vieles dafür tun, dass sie immer wieder daran erinnert wird. Und das tue ich ja nicht. So, andererseits, was ich immer noch kritisiere, ich will jetzt die Frau Liebs nicht kritisieren, das steht mir nicht zu. Ich sage aber trotzdem, dass ich es nicht richtig finde, dass diese Webseite abgeschaltet wurde. Nämlich frauke-liebs.de. Das ist jetzt im Oktober abgeschaltet worden. Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen. Mit welcher Intention, was soll das bringen, diese Seite abzustellen? Es bedeutet doch im Grunde genommen, alles aufzugeben, letzte Hoffnung aufzugeben, dass der Fall noch geklärt wird. Diese Seite kostet nichts. Warum lässt man die nicht einfach online? Ja? Einfach dann zu sagen, ach nee, das hat nichts gebracht und jetzt durch das Ding abstellen, diese Seite, ist für mich nicht nachvollziehbar, tut mir leid. Das ist die einzige Kritik, die ich an Frau Liebs bzw. ihre Familie äußere. Weil es ist ja nicht so, indem man diese Webseite abschaltet, dass man auch gleichzeitig die Gedanken oder diese Trauer abschaltet um die verlorene Tochter.
Und von daher kann ich es nicht nachvollziehen. Was mich in diesem Zusammenhang, wenn ich das vergleiche mit Rebecca Reusch, da muss man sagen, wie sehr die Frau Liebs darum gekämpft hat, nach 17 Jahren immer noch, diesen Fall irgendwie aufgeklärt zu bekommen, indem sie halt so eine Webseite gemacht hat. Wobei von der Familie seitens Rebecca nichts Ähnliches kommt. Ne? Da ist nicht mal so eine, nicht auf die Idee gekommen, so eine Webseite zu machen, dass man Hinweise sammeln könnte oder sonst was. Das ist mir irgendwie vorhin, als ich mich nochmal über die Webseite hier kundgetan habe, ob die wirklich abgeschaltet ist, dass mir das nochmal eingefallen ist, nur so aufgefallen ist, dass da überhaupt nichts gemacht wurde. Ne? Ganz im Gegenteil, die Familie Reusch hat dicht gemacht quasi. Die redet mit niemandem mehr über diesen Fall. Ob mit der Polizei, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Zumindest aber nicht mit der Presse und so weiter. Sibylle schreibt, vielleicht hatte sie auch zu viele schlechte Infos. Sibylle, natürlich, ne, das kennen wir ja alle, dass viel Unsinn geschrieben wird von manchen Leuten und möglicherweise, dass sie dann auch Nachrichten bekommen hat, hallo, ich bin Frauke oder irgendwas. Ne? Solche verrückten Menschen gibt es leider zuhauf und das kann man nicht abstellen. Aber es besteht immer noch die geringste oder ein klein wenig Hoffnung, dass irgendwann doch mal eine Nachricht dabei ist. Und diese Möglichkeit wurde jetzt halt genommen, ja, indem man diese Seite abgestellt hat. Als ob man den ganzen Fall aufgegeben hätte. So kommt mir das vor. Und das finde ich so, ja, eigentlich traurig und ich kann es nicht nachvollziehen. So, jetzt gucke ich mir den Chat hier rein. Hier schreibt jemand, weil sie vielleicht keine Kraft mehr hat. Ja, aber meinst du denn, sie hat dann wieder Kraft, wenn die Webseite abgeschaltet ist? Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, ne? Ja. Also wie gesagt, so eine Axel schreibt, naja, wer was auszusagen hat, kann das auch ohne Webseite machen. Ja, aber Paderborn ist ja ein kleiner Ort. Und nahezu jeder, nehme ich mal an, wird über diesen Fall Bescheid wissen. Aber es gibt immer noch Menschen und die über diesen Fall nicht Bescheid wissen. Die überhaupt nichts von dem Fall kennen. Also bevor jetzt vor wenigen Wochen habe ich diesen Fall überhaupt nicht gekannt, zum Beispiel. Und es kann doch sein, dass irgendein Mensch auf diese Webseite irgendwie klickt, aus welchen Gründen auch immer, und denkt, hey, da kommt mir da irgendwas bekannt vor und hin und her, ne? Und vielleicht kommt dann so ein kleiner entscheidender Hinweis. Ja, wie gesagt, also der Sinn der Abschaltung dieser Webseite, das kapiere ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hätte man noch 50 Jahre stehen lassen können. Wem stört's? Ganz im Gegenteil. Da wird immer noch auf den Fall aufmerksam gemacht und jetzt nicht mehr. Und wie gesagt, das ist für mich irgendwie so ein Indiz, den ganzen Fall aufzugeben. Wobei ich mir sicher bin, dass Frau Liebs sicherlich innerlich das nicht alles aufgegeben hat. Warum aber diese Reaktion der Abschaltung der Seite, ob es das ein Aufgeben, eine Trotzreaktion, ich weiß es nicht. Ich würde sie gerne fragen, aber
Wie gesagt, ich werde dies natürlich nicht versuchen, mit irgendjemandem, mit ihr oder auch der Familie in Kontakt zu treten. Nee, das da wird man vielleicht doch nochmal Wunden aufreißen, indem man dann irgendwelche Fragen stellt. Und ich glaube, das muss nicht sein. Nochmal den Hinweis, Telefonnummer ist hier eingeblendet. Wer anrufen möchte, kann das gerne tun. Und nochmals den Hinweis, bitte mindestens 20 bis 30 Sekunden klingeln lassen. Erst dann werdet ihr hier durchgestellt. So, Yoshi Lulu schreibt, Bernie, was wäre deine Reaktion, wenn dein Kind verloren geht? Was wäre deine Herangehensweise? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ja, also es wäre einfach zu sagen, man kann sich in so eine Lage hineinversetzen. Nein, das können wir nicht. Ja, wir haben diejenigen, die keine Kinder verloren haben, auf so eine tragische Weise, kann sich überhaupt nicht da hineinversetzen. Das ist also, das wäre, wenn ich das jetzt behaupten würde, ich könnte mich da hineinversetzen. Das wäre Bullshit, ja. Wenn ich mir das aber trotzdem überlege, meine Tochter, ich habe ja auch eine Tochter, die aber schon erwachsen ist, logischerweise, und die wäre als Jugendliche verschwunden. Ich glaube, dass so mein Leben so wäre auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, kaputt gegangen, ne? So ein Kind zu verlieren, oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich mit das Schlimmste überhaupt auf der Welt, was einem passieren kann. Ich würde aber die Hoffnung niemals aufgeben. Niemals. Und ich würde wahrscheinlich auch so eine Webseite erstellen oder erstellen lassen. Ich würde alles, auch nach Jahren oder nach 17 Jahren jetzt, wie auch wie es hier ist, der Fall ist, würde ich auch immer noch alles versuchen. Und ich würde immer wieder und immer wieder auch wahrscheinlich die Gespräche suchen mit den, kann man möglichen Tätern sagen, nein, ne, das wäre auch falsch. Aber immer wieder mit den Freunden und Bekannten von Frauke oder von dann von meiner Tochter immer wieder das Gespräch suchen, immer wieder nachbohren, ja. Und auch wenn dann denen das auf den Geist gehen würde mit der Zeit, das ist ja ganz klar. Aber ich würde nicht locker lassen. Ich würde nicht locker lassen. Und wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, oder ich denke mal, dass Frau Liebs auch irgendjemanden in Verdacht hat. Ja? Eventuell aus dem Bekanntenkreis, aber das nicht offen äußert. Aber wenn ich jemanden in Verdacht hätte, den würde ich immer wieder nerven, immer wieder nerven. Ja? Und wenn der auch den Kontakt zu mir abbrechen würde. Also ich weiß nicht. Also so, wie gesagt, es ist schwierig, sich in irgendwas hineinzuversetzen, gerade in so einen Fall, wo man das eigene Kind verliert. Aber ja, im Endeffekt wüsste ich auch nicht, wie ich reagieren würde, wie ich auf Dauer reagieren würde oder über Jahre hinaus. Das kann man schlecht einschätzen und jeder reagiert ja auch da anders. Ne? So, Yoshi schreibt, Bernie, hast du Kontakt zu deiner Tochter? Yoshi, wer bist du, dass du das wissen willst, frage ich mich. Guten Abend. Ja, guten Abend, Bernie. Hallo. Adrian hier, wir hatten schon mal vor ein paar Wochen telefoniert, Ja. also mit dem Thema, was wir damit angefangen haben, mit Frau Geliebs. Ja. Und also ich finde das auch sehr, sehr schade, dass die Webseite jetzt, ist mir auch aufgefallen, dass die jetzt abgeschaltet wurde. Ja. Weil ich
so manchmal ist das ja auch durch Zufall, dass man da irgendwie ne, drauf stößt, auf diese Seite und sich da doch noch vielleicht irgendwie jemand an was erinnern könnte, ja. Was dann vielleicht auch noch sehr wichtig wäre. Genau, ja. Ja, verstehe ich auch nicht, warum der das so entschieden hat. Ja, weil ich es kann ja auch Menschen geben, ja, die dann gerne da einen Hinweis geben würden, auch anonym, aber das ist ja telefonisch zum Beispiel gar nicht möglich, ja, weil man dann eventuell die eigene Telefonnummer zeigt oder aber einen Standort, von wo man aus anruft, wenn man anonym anrufen würde. Da der eine oder andere, der vielleicht über diese Sache irgendwas weiß, der würde sich ja nicht trauen, da irgendwas, vielleicht auch ein Mitwisser, ja, der inzwischen sagt, also ich würde doch jetzt gerne reden, aber nicht direkt zur Polizei geht, ist ja klar, weil er ja, eventuell genau. Mitwisser oder Mittäter ist oder wie auch immer. Ne? Klar. Und über so eine Webseite, da ist es dann schon einfacher, da mal einen Hinweis zu geben, ne? Per Nachricht zum Beispiel. Ne? Ja, ja, und vor allen Dingen, die war ja im Prinzip schon jahrelang erstellt. Schon sagst du, ist ja jetzt auch, ist ja jetzt nicht mit Kosten verbunden, die einfach weiterzulaufen zu lassen. Ja, ja, das hätte man ja machen können. Ja, eben, ich meine, das kostet nichts, ja, das muss ja auch nicht immer wieder erneuert werden, sondern die relevanten Daten waren auf der Webseite ja, zu sehen. Ja. Genau, ja. Ja, richtig. Und das musste nicht gepflegt genau. werden, das musste nur weiterlaufen, das ist sonst nichts. Ne? Und in der letzten Sendung, da kam ja noch mal das, da kam ja auch das Thema auf hier mit dem Wilfried W. hier und die Frau, wie heißt sie noch, mit dem Höxterhaus. Ja. Angelika W., genau. Ja. Und das, die wollte ja auch, dass die Frau Liebster mal irgendwie, die hat ja ein Gespräch gesucht. Das fand ich auch schade, dass das nicht stattgefunden hat. Im Grunde genommen ja, ja. Aber das wäre jetzt kein Ding gewesen, da mal zu hören, was die so ja, zu berichten hatte, sag ich jetzt mal so. Naja, aber die andere Frage ist jetzt, wann war das? Und vor ein paar Jahren, ne, wo die versucht hat, Kontakt aufzunehmen, oder wann war das? Ja, so lange ist das jetzt auch noch nicht her. Ja, vielleicht, aber andererseits, weißt du, sie hat, zu wem hat sie denn geschrieben, dass sie Kontakt haben möchte? Zu Frau Liebs direkt wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und, sie hat einen Brief geschrieben an eine Frau Liebs. Und dieser Brief ist an eine andere Frau Liebs versehentlich geschickt worden. Okay. Und diese Frau hat den Brief dann weitergeleitet. Ja, okay. Ich glaube direkt. Ja, an Frau Liebs, genau. Und die Frau Liebs hat dann mit der Polizei gesprochen und dieser Beamte hat sich dann lange mit ihr am Telefon unterhalten und hat sie dann davon überzeugt, nach einem langen Gespräch da nicht hinzufahren. Okay. Weil die Angelika W. angeblich nur Aufmerksamkeit erregen möchte da ja in die Öffentlichkeit möchte. Aber ich weiß nicht, ob da, weil das sind ja so viele Sachen. Vielleicht hängt das doch alles mit dem Wilfried W. zusammen, die ganze Sache. Ja, ja. Also die ganze Vita von dem Typen mal sich zu Gemüte führt. Mhm. Zumal er ja auch in dem Ort gewohnt hat, mit seiner ersten Frau. Also es geht jetzt nicht um das Haus, sondern seine erste Frau. Das war ja 2009. Da hat er ja gewohnt mit seiner ersten Frau in einer Wohnung in Behnhausen. Ja. Behnhausen, das liegt im Paderborner Osten, ganz in der Nähe von diesem Gewerbegebiet, ja. Wo die erste Nachricht abgesetzt wurde. Ja, aber... Das ist schon mal das zweite. Frau Liebs hatte sehr gerne, hatte wohl keine Ahnung, doch, ich weiß nicht, ob sie jetzt einen eigenen Hund hatte, aber sie war auch sehr, sehr hundebegeistert. Mhm. Der hatte einen Hund, dass er vielleicht dadurch irgendwie Kontakt mit ihr aufgenommen hat. Ja, ja. Weil ins Auto gestiegen ist. Weil das war ja alles so 2008, 2009 im Prinzip. Mhm. Und der hat ja auch immer seine Frau, seine damalige Frau, die hat ihn ja auch verklagt. Sie hat ihn ja auch damals immer eingesperrt, ins Auto gesperrt. Ja. Da wurde er ja auch verurteilt. 2006, 2007 in einem Prozess. Ja, okay. Da hat er ja auch schon drauf gehabt, so komische Sachen. Mit seiner Ex-Frau, dass er die einfach eingesperrt hat und so weiter.
Warte mal ganz kurz, ich will mal hier auf den Chat kurz eingehen. Hier schreibt der Reinerszahn, schreibt, leider wird auf den Chat nicht reagiert. Ich bin wieder off, macht's gut. Ja, Also, keine Geduld. ja, ich kann ja nicht telefonieren und gleichzeitig Chat lesen und darauf reagieren und also Leute, das ist schon Wahnsinn, ne? Was? Das geht nicht mehr, so diese, ja. Nee, das nicht. Ach, da würde ich Wahnsinn. gar nicht drauf hören. Ja, manchmal hast du ja manchmal so Leute, ne? Manchmal. Ja, aber was denkst du Ja, denn auf im jeden Grunde? Fall, ja, mit diesem, ja, schade, dass das Gespräch nicht stattfinden konnte mit dieser Angelika W. Sie hatte ja wirklich irgendwie was zu erzählen. Ja, ich weiß auch nicht warum, wieso, ne? Ich meine, das hätte hier eine Fahrt dorthin und dann unterhält sich mit der Frau und wenn man merkt, die hat eigentlich nichts zu sagen, dann geht man halt wieder, ne? Und das war's. Das, Aber was das sie ist. leicht gemacht hat, irgendwie. Die hatten da eine Wohnung aus dem Auto heraus, irgendwie. Das hat sie ins Auto gesperrt hat damals. Hat er ja auch mit seiner Ex-Frau gemacht schon mal. Dass er das vielleicht doch war. Und dann auch mit diesen Handys. Das haben sie ja auch gemacht mit der Angelika W. zusammen, dann später in dem Höxter Haus, dass die Lebenszeichen abgesetzt haben von den Handys der Opfer. Ja. War jetzt keine Anrufe, sondern SMS. Aber das ist ja doch irgendwie alles. Ähnlich, Ne? Und auch ne? wieder, oder mit Folter, dann dieser Essensentzug, Flüssigkeitsentzug. Frauke war ja auch immer so benommen und so weiter. Das Ja. ist alles so, Ja. ja. Aber hat denn die Polizei dann nicht recherchiert, ob das irgendwie ein Zusammenhang da besteht? Gute Frage. Das war ja dann auch schon lange vorher, 2009. Ja. Wann war das denn mit dem Höxter Haus? War das nicht erst 2011 oder was? Oh, wann war denn Höchste Haus? Ich habe. Ach nee, 2011 sind die da hingezogen in dieses Höxter Haus. Ja, und Dann hat er ja auch 2016 mit oder der so? Angelika Sieg Ja. geheiratet. Und 2016 sind die aufgeflogen, so um den Dreh rum, kann das Ja, sein? es war ja viel später dann im Prinzip. Ja. Und wenn er dann nichts. Sache nicht gestanden hat da, der hat ja einiges auch gestanden oder sie, aber da haben sie nichts rauskriegen können. Ja. War schon sehr. Und sind die denn damals, ich denke mal, wo die aufgeflogen sind, ne, dieses Höxter Paar, und festgenommen wurden, das ist, sind die doch bestimmt auch dazu vernommen worden, ne, ob die was damit zu tun haben könnten. Ja, aber da haben sie wohl nichts zu gesagt. Ne? Okay. Ja, Ja, und so. er ja sowieso nicht. Er soll ja ein IQ von 50 haben und irgendwie als schwachsinnig eingestuft worden sein. Wer? Er, der Wilfried W. Ach so. Ja, und im Gegensatz ist diese Angelika, die sollen IQ von 120 haben und soll sehr, sehr schlau sein. Ich hätte auch sehr viel erzählt bei der Polizei. Also das hat ja auch alles Hand und Fuß. Und ja, Ja, ich glaube, will. aus diesem Wilfried Weber wohl nicht so viel rauszukriegen. Ja. Ja. Ich glaube, Wilfried W., da hatte ich auch mal gelesen, Intelligenzquotienten von, lass mich nicht lügen, 60 oder irgendwas. IQ 50, genau. 50, um Gottes Willen. Da hat er eine Bierflasche Ja, mehr. das habe ich auch gelesen. Ich habe mich dann nochmal schlau gemacht. Ja. Ich denke, meine Mutter kann noch. Ja, und was ich auch gar nicht verstehe, dann haben sie die Angelika W., die hatten sie ja dann festgenommen. Und dann sollte sie mit der Polizei und mit ihrem Anwalt mal so erzählen, was sie so in der Freizeit gemacht haben. Und da hat sie gesagt, wir sind viel spazieren gegangen und so weiter. Ja. Und dann haben die gesagt, wir machen jetzt mal einen Spaziergang. Zeigen Sie uns doch jetzt mal, wo Sie so immer überall waren. In Ja. der Natur, mit Ihrem Hund und so weiter. Und Ja. da führte der Spaziergang doch tatsächlich in diesen Wald Totengrund. Da waren die Aha. alle geschockt. Die Ja. waren alle sowas von geschockt. Aha. Das kann Zufall sein, aber das ist doch ein Wahnsinn, dass die ausgerechnet mit der ganzen Meute von Polizisten und Anwälten da in den Totengrund spazieren geht. Ja.
sagen wir mal, 50 Meter vom Fundort entfernt oder noch näher dran. Ist das nicht merkwürdig? Ist das sicher, ja? Das ist so, ja, wahr? Das ist hundertprozentig sicher, ja. Ja, das kann ja kein Zufall sein, oder? Das hat Ihr Anwalt sogar bestätigt. Das kann man auch nachlesen. Ja, das kann auch kein Zufall sein. Nee. Die Polizei sagt, ja, es gibt solche Zufälle, und da glaube ich auch nicht dran. Also, ja. Das war Wahnsinn. Ja. Ja, da fragt mich manchmal, hat denn die Polizei alles richtig gemacht, ne? Ja, das hat die Frau Liebs ja auch am Anfang auch immer gesagt. Deswegen verstehe ich das ja auch nicht. Ich sag jetzt mal so, ja, wie soll ich denn sagen, ich drücke mich ja jetzt mal wie ein Laie aus, ne? Ein Polizist oder Polizisten in Paderborn, nichts gegen Paderborn, aber Paderborn ist nun mal eine kleine Stadt. Hm. Und wie oft passieren dort Morde? Hm. Wie oft passieren Morde in Berlin oder München oder wie auch immer oder Hamburg? Ja? Die haben ja in Großstädten haben die ja ganz andere Erfahrungswerte, die Polizisten, als so in Paderborn. Weißt du, wie ich meine? Wo einmal alle 5 Jahre irgendwie einer ermordet wird oder so, ne? Vielleicht, wahrscheinlich werden es mehr sein, aber jetzt mal zugespitzt, ne? Die haben ja überhaupt keine richtige Erfahrung da drin, sage ich mal. Weißt du, wie ich meine? In der Theorie sind sie alle sicherlich gut ausgebildet. Auch in der Praxis lernt man ja richtig dazu, ne? Ja, ja. Und wenn du keine richtige Praxis hast, weil halt nicht so viele Morde passieren, ja, und wo du auch den Täter überführen würdest noch dazu. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, ja, dass die Erfahrung irgendwie nicht da war, ja, ja. Genau. Aber wenn man das da alles jetzt mal so Revue passieren lässt, das spricht auch schon einiges dafür, oder nicht? Auch ja. Der Spaziergang in diesem Wald, Totengrund und so weiter. Ja, ja. Also oh, das wusste ich. Ja auch, ich habe mal ein Foto gesehen, damals, 2009, als die Frau entführt wurde, da soll dieser Wilfried W. 36 gewesen sein. Und der sah in wann war nochmal der Gerichtsprozess? 2016 oder was? Mit den Höchster. Sah für sein Alter sehr gut aus und sehr jung aus. Wenn man jetzt überlegt, er war damals 36 und sah vielleicht aus wie 30 und sie war 21. Vielleicht ist sie zudem ins Auto gestiegen oder kannte den schon vorher. Hm. Ne, Diskothek, eventuell oder durch die Hunde. Das sind wir zusammen, ne? Mit den Hunden, ja. Da kommt man ja auch schnell in Kontakt. Dass sie vielleicht gedacht hat, Mensch, den kenne ich, da steige ich ins Auto. Ja. Ja, ja. Also, ne, wenn jetzt einer 36 war und der sah vielleicht aus wie 30 und sie ist 21 gewesen, dass sie sich da doch schon mal irgendwie vorher mal gesprochen hatten und so, also dass sie dann doch irgendwie zu dem ins Auto geschrieben ist an dem Abend. Ja. Oh Mann. Ja. Ja. Aber da müsste ich mich nochmal schlau machen, ob da wirklich jetzt, was diese Angelika betrifft, genau. Zu welchem Anlass war das überhaupt, dass sie da spazieren geführt wurde? Es ging um Hobbys, um gemeinsame Freizeitaktivitäten. So, und dann haben die zu ihr gesagt, wo wart ihr denn überall? Ja, wir sind viel spazieren gegangen. Ja, und dann sind die praktisch im Prinzip alle zusammen ins Auto gestiegen oder mit 2 Autos losgefahren, sie mit der Polizei und sogar ihr Anwalt, ihr persönlicher Anwalt war sogar dabei. Mhm. Und dann die da im Prinzip, da hat sie die da hingeführt. Okay. Hm. Das kann doch kein Zufall sein. Ja. Kannst du ja auch nochmal recherchieren. Ja. Vielleicht weiß das ja auch hier von den anderen Zuhörern auch jemand oder hat das auch schon mal irgendwie so mitbekommen, dann würde ich sagen, mal gucken, was die anderen jetzt so noch dazu zu sagen haben. Ja, genau. Okay. Gut, vielen lieben Dank für deinen Anruf. Ja, gerne. Und dann sage ich mal bis demnächst. Ne? Bis demnächst, alles klar. Okay. Mach's gut, ja. Bis dann. Tschüss. Verpasster Anruf, wenn ich den jetzt anrufe, dann habe ich ein Problem.
Ich muss dann den Ton kurz ausmachen, weil mein letztes Video, mein letztes Live wurde auch mal wieder gecrashed von YouTube, weil ein Klingelton zu hören war. Jetzt kein Klingelton mit Musik, sondern ein einfaches Freizeichen. Und Telefonica hat sich darüber beschwert, dass hier ein Freizeichen abgespielt wird. Total irre. Die Welt wird immer verrückter. Nichtsdestotrotz rufe ich den jetzt mal zurück und sobald er am Telefon ist, schalte ich den Ton wieder an. Guten Abend, hier ist Bernie, du hattest angerufen. Ja, hey Bernie, hier ist Elli, warte, ich muss mal kurz leise machen hier, ja? Einen Moment. Ja. Alles gut? Alles gut. Ich hab dich schon vermisst 2 Wochen. Ja. Naja, okay Bernie, ich wollte noch mal kurz was sagen. Mhm. Und zwar, Moment, wo fange ich denn jetzt am besten an? Also, die Frauke hatte ja ihr Handy leer im Cup. Ja. So. Mhm. Und dann hat sie ja eine letzte Nachricht noch verfasst. Ja. So, und das ist ja die Nachricht, wo dann halt auch drinne steht, dass sie jetzt später kommt, ne? Du weißt welche. Ja. Mhm. So, und dann ist die ja raus. Und da die den ganzen Abend mit dem Nils geschrieben hat, vermute ich, dass er trotzdem dorthin gekommen ist, dass die auch ins Auto gestiegen ist. Mhm. Die sind dann losgefahren. Mhm. Und dann könnte, wir müssen jetzt ja hier im Konjunktiv sein, könnte es ja so gewesen sein, dass der vielleicht geschummelt hat und das ist ausgeartet. Vielleicht war die auch ein bisschen verletzt, keine Ahnung. Und dann hat sie vielleicht selber nochmal versucht, das Handy anzubekommen. Und dann ist diese SMS, die sie im Pop verfasst hat, ist dann rausgegangen. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. So, dann wurde die ja praktisch nicht um 1 Uhr geschrieben, sondern schon vor 11. Nur, die ist halt erst gegen 1 ins Netz gegangen. Ja. So. Und dann, als Person X dann halt mitbekommen hat, dass das Handy nochmal angemacht worden ist, wusste derjenige ja auch, Moment, wir sind jetzt hier in Nieheim und jetzt habe ich ein Problem. Mhm. So. Und dann kann es sein, dass der die Frauke immer wieder hat anrufen lassen. Wenn wir jetzt mal genau überlegen, was sie auch immer wieder sagte, ich bin in Paderborn. Da sollte ja so einiges auf Paderborn gedrängt werden. Verstehst du? Ja. So. Und nachweislich wissen wir, dass Anrufe stattgefunden haben, zum Beispiel an dem Friedhof, wo der Nils sich immer nachts aufgehalten hat. Ich glaube, das war 2 Mal. Und dann müssen wir auch bedenken, wenn wir beide jetzt hier, unser Gespräch jetzt, Bernie, dieses Gespräch, mhm, wenn du das jetzt morgen deiner Arbeitskollegin erzählst, dann erzählst du das nicht 1:1 genau wieder. Mhm. Richtig? Richtig. Stille Post, ne? Du meinst jetzt stille Post, ne? Ja, du sagst ja, ja, die Eddie hat das und das erzählt, aber du erzählst ja immer so ein bisschen anders. Genau. Ja, und das der einzige Fakt sind ja dann diese Nachrichten, also die SMS, die sind ja Fakt. Ja. Aber alles, was wir jetzt hier besprechen oder was die da gesagt haben soll, mhm, keine Ahnung. Ja. So. Und ich habe auch, und darum hat die Frau Liebst, glaube ich, auch die Seite zugemacht. Viele haben ja immer gedacht, hier auf den Chris, ne? Ja. Habe ich auch zuerst gedacht, weil irgendwie ist halt ja auch so ein, irgendwie befindet sich das, wenn man sich da seit Jahren mit beschäftigt, dann kommst du immer wieder auf Chris zurück oder auf Nils. Ja. Chris, Nils, immer so ein Hin und Her, ne? Aber ich glaube, der war es wirklich nicht. Und weißt du, was mir auch komisch vorkam in dem Podcast? Warum hat die Isabella diesem Reporter in, ich glaube, die Folge, wo der Nils denn da so bearbeitet wird, mhm, da hat die sich doch mit dem Reporter getroffen. Und dann kam doch einfach so der Nils mit.
Und dann hat der Reporter doch gesagt, der wusste erstmal gar nicht, wer das ist und hat dort danach gefragt, ja, was hast du denn damit zu tun? Da musste man den ja erstmal aufklären. So, und als der jetzt weg war, hat die Isabella dem Reporter zwei Briefe gegeben. Und in einem, siehst du, das kann ich dir jetzt auch nur wieder so einfach wieder wiedergeben, obwohl ich das jetzt schon tausendmal gelesen habe, aber ich weiß den genauen Wortlaut nicht. So, jetzt sage ich einfach so mal meine Version. Dann stand da drin, der Nils ist doch nicht so schüchtern. Ne? Ja. So, warum gab die das denn erst so spät, nach Jahren? Die hat das ja jahrelang für sich behalten. Ich kann mir vorstellen, dass sie selber zweifelt und dass das auch so ein Hinweis, sie hätte die Briefe ja auch wegwerfen können. Ja. Und hätte sagen können, die gebe ich jetzt nicht an die Öffentlichkeit. Hat sie aber gemacht. Hm. Und da muss man sich mal fragen, warum hat sie das denn gemacht? Ja. Vielleicht denkt die ja selber, der könnte was damit zu tun haben. Nicht, der kann was damit zu tun haben, sondern könnte. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, 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 klar. Genau. Ja, und Moment, das ist so viel. Und der Nils ist ja auch an dem Abend tatsächlich in Paderborn gewesen. Hm. Ne? Ich meine, wir können ihn ja jetzt auch nicht, wir können jetzt nicht sagen, der war das, aber... Ist da nicht eine Aussage von ihm gewesen, dass er noch bei irgendwie Essen war in Paderborn? Genau, und du weißt, was mir auch so komisch vorkam? Guck mal, im Podcast, musst du dir nochmal einhören. Da hat er gesagt, also er ist in Paderborn geblieben, und der Freund ist alleine zurückgefahren. Hey, jetzt sag mir doch mal, wie ist denn der Nils nach Hause gekommen? Ja. Wie ist der denn nach Hause gekommen? Ja, die waren ja in Paderborn und der Nils wohnte in Paderborn, oder? Oder wo wohnte der? Nee, Paderborn. Ja, aber der ist nicht, die sind nicht zusammen weg. Hm. Laut Podcast nicht. Ja, vielleicht ist er nach Hause gelaufen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, und dann noch ein Punkt. Die haben damals, haben die ja das Auto von Nils und, wie heißt der, Andreas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die ja gesagt, die Autos wurden kontrolliert. Ja, wie haben die denn die Autos kontrolliert? Die haben nach Wochen, haben die da Hunde reingelassen. Hm. Hunde. Die haben die Autos nicht abgeklebt, gar nichts. Ja. Da war überhaupt keine KTU an den, in den Autos. So, weißt du, wie ich das meine? Nee, weißt du, die das abkleben. Die kleben dann ab und dann findet man da vielleicht Haare, Hautschuppen oder die finden da, was weiß ich, Fasern von Klamotten. Haben die ja gar nicht gemacht. Ja. Ne, da hat die Polizei auch nicht sauber gearbeitet. Die sind da einfach, die sollten ja mit den Autos dorthin kommen, das haben die beiden auch gemacht. Und dann haben die, hat die Polizei hat die Hunde reingelassen, da hat noch irgendeiner von den beiden gesagt, ja, ich habe da aber Grillfleisch drin. Dann hat soll ein Polizist gesagt haben, ja, dann holst du das eben raus. Hat er auch gemacht. Und dann sind einfach nur die Hunde da rein und das war's. Hm. Aber das reicht nicht. Ja, ja, und da jetzt nochmal, was ich vorhin schon mit der anderen Anrufer oder mit dem anderen Anrufer andeutete, dass so in kleinen Städten, ja, die in den, mhm. den Polizisten, gerade Mordkommission, möglicherweise Erfahrung fehlt. Ne? Ja, das kann ja gut sein, aber ich finde, dass, da gehen ja auch ganz, 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 ganz wichtige Hinweise verloren. Ja, oder natürlich. Auch Beweise. Ja, natürlich. Na klar. So, und dann musst du bedenken, wie hat man die denn aufgefunden? So, wenn die noch gelebt hat, da bin ich ja auch so im Wechsel, ne? Hm. Die hat ja bis zum Schluss ihre ganzen Klamotten angehabt. Und ich habe auch Tatortfotos gesehen. Da steckt ja selbst der ganze Fuß, also Knochen noch im Turnschuh. Ach, es gibt, sie hatte die selbst die Turnschuhe, sie hat ja alles an. Es gibt Tatortfotos oder. Ja, die gibt's. Okay, warte, ich gucke mal ja. kurz. Ja, wenn man sich so, wenn man sich so ein bisschen mit dem Fall beschäftigt, da gibt es auch Foren und da findest du das dann halt. Ach so, jetzt. Nicht im Internet. Doch im Internet. Auf jeden Fall ist es so, die Auffindesituation, die hat die alle Sachen an.
die hatte selbst, die muss ja die Schuhe angehabt haben, weil da war ja noch der ganze Knochen drinne im Schuh. Und keine Ahnung, da bin ich auch hin und her gerissen, ob die nicht selbst in der Nacht schon tot war. Und in all den Anrufen, muss ich jetzt auch nochmal sagen, Bernie, du kannst morgen viel erzählen, wer dich angerufen hat und also jetzt privat, ne? Und was derjenige gesagt hat. Ich kann auch sagen, wenn du mich morgen anrufst und wir unterhalten uns ganz normal, ja, da kann ich auch sagen, ja, der Bernie hat mich hier vollkommen, ne, irgendwie was oder dieses und jenes. Das wird nirgendwo aufgezeichnet. Ja. Selbst was der Chris sagt, ist nicht aufgezeichnet, Bernie. Ja. Richtig. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Nur die SMS. Ja. Ne? Keine Ahnung. Und deswegen, und dann kommst du nämlich immer wieder dahin. Dann kommst du wieder zum Chris, dann kommst du zum Nils, ne? Und diese von Höxter. Keine Ahnung, da will die Polizei ja auch gewesen sein in dem Haus. Die haben da alles kontrolliert. Und ja, die sind ja ausgeschlossen. Und für mich sind sie irgendwie auch ausgeschlossen, obwohl man ja überhaupt nichts ausschließen kann. Mhm. Ne? Auf jeden Fall glaube ich, Bernie, dass es auf jeden Fall Mitwisser gibt. Und da können wir nur drauf hoffen, und da gebe ich dir auch recht, die Seite hätte weiter bestehen bleiben müssen, sodass man da auch einfach mal einen Tipp hätte geben können. Ne? Ja. Weiß auch nicht jeder, dass du jetzt hier bist. Mhm. Oder dieses Headforum oder IMI. Nee, bei allem ist auch zu, da kannst du auch nicht mehr schreiben. Da findest du übrigens die Bilder. Da gehst du einfach auf die Seite, gibst du einen Frauke Liebs und dann gehst auf Bilder und dann kannst du dir die ganz viele Tatortbilder angucken. Auf welcher Seite? Du gehst iMystery. iMystery. Ja, und dann gehst du auf Frauke Liebs, nee, Kriminalfälle, dann gehst du auf Frauke Liebs und dann, wenn du da drinne bist, dann gehst du auf Bilder und dann kannst du dir die ganzen Bilder angucken. Okay. Also, wie heißt die Seite nochmal? Kriminalfälle oder ein Mystery? Ich schreibe dir das da gleich rein, ja? Ja, okay. Und dann kannst du dir das mal in Ruhe angucken. Dann kannst du das alles sehen. Aber das sind originale Polizeibilder, ne? Ah ja. Originalaufnahmen. Okay. Ja, würde mich interessieren. Ja, schick mal rüber. Ne, ich schreibe das da gleich rein. Ja, ja, das Headforum ist auch richtig interessant. Ja, ja. Und da muss ich mir gleich mal durchlesen, was die Ness da eben geschrieben hat. Das lese ich mir auch nachher mal durch. Ja, was meinst du denn, Bernie? Was sagt dir denn dein Bauch? schau mal, ich habe mich schon bei Rebecca Reusch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, indem ich ja einen bestimmten nach wie vor verdächtige. Dieser Fall Frau Geliebs, da gibt's ja aus meiner Sicht mehr als einen Verdächtigen. Ja. Ja, man switcht immer, ne? Ja, und jetzt da jetzt einen rauszupicken und sagen, das und das. Das ist schwer für mich, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist so. Bernie, ich kenne den Fall so aus dem Schlaf, ne? Und ich zwitsche immer hin und her. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass da irgendwann mal was kommt, aber wirklich glauben, keine Ahnung. Ja. Ich hoffe nur, dass du die Frauke nicht fallen lässt. Dass wir das auch immer wieder mal machen vielleicht. Ja. Und auch mal immer wieder Rebecca, muss ja nicht jede Woche sein. Genau, also Rebecca und Frau Geliebs auf keinen Fall, lasse ich das fallen. Außer es würde jetzt, sag ich mal, mich würde jetzt jemand anschreiben, also aus der Familie oder die Frau Liebs selber und sage, Herr Wagner so und so, tun Sie mir einen Gefallen, mir tut das weh und ich möchte das nicht so und dann würde ich natürlich darauf eingehen und sagen, okay. Ne? Ja. Ich habe noch einen Punkt, Daniel, das möchte ich noch auch noch sagen. Mhm. Und zwar, wenn also die Familie auch, sagen wir mal Chris und auch die Schwester, ne? Mhm. So, die sitzen da, die sind total nervös und die hoffen jetzt, Frauke ruft an, ne? Da ist man ja in so einer besonderen Situation. Ja. So. Und ich glaube, und wir müssen auch bedenken, ganz, ganz wichtig ist, wir denken alle, nur weil Fraukes Handy angerufen hat, also
wer auch immer das war, ja, dann denkt man doch automatisch, dass auf einmal schrecken die auf, oh, Frauke ruft an, Frauke ruft an, weil auf dem Nokia steht Frauke. So. Und dann gehst du automatisch davon aus, die ist das ja jetzt. Ja. Jetzt hörst du deine weibliche Stimme. Okay, dann bist du doch nervös und sagst dann, ja, wie geht's dir ein bisschen? Du redest ja mehr als die Person, die da am Telefon ist. Hm. So. Jetzt ist die Stimme auch noch schwammig. Ja. Und die Anrufe waren nie länger als 30 Minuten, außer der letzte. Hm. So. Jetzt weiß man auch nicht, Bernie, ob die es selber war. Dann müsste es also noch eine Mitwisserin geben, nach deiner ja. Ja. Version. Okay. Könnte. Ja. Denn irgendwie ist das doch alles seltsam. Ja. Irgendwie ist das alles seltsam, Bernie. Aber ich glaube, dass du machst das jetzt seit 3 Sendungen, ne? Hm. Ich glaube, irgendeine Theorie von dem, was wir da besprochen haben, ist richtig. Das ist nicht Person XY. Da wäre die, glaube ich, niemals eingestiegen. Und denk mal drüber, noch mal drüber nach, auch vielleicht morgen oder wann. Die hat die Nachricht im Papp verfasst und hat, die ist erst rausgegangen, als das Handy wieder angeschaltet worden ist. Und dann entweder hat der Täter das Handy angemacht, mhm, und dann hat er festgestellt, ups, hier geht ja noch eine SMS raus. Aber wir befinden uns ja hier und hier. Ja. So, und wie machen wir das jetzt? Jetzt müssen wir alles auf Paderborn verlagern. Und die soll ja 100.000 Mal gesagt haben, ich bin in Paderborn, ich komme nach Hause, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn. Verstehst du? Naja. Weißt du, was ich auch nicht verstehe? Es kamen ja 5 Anrufe, ne, an 5 verschiedenen Tagen. Ja. Und jedes Mal wurde ja dieser Chris angerufen, ne? Genau. So, beim ersten Telefonat, dass er alleine ist, ist nachvollziehbar. Ja. Beim zweiten Mal, am zweiten Tag, eventuell auch noch. Genau. Aber spätestens da müsste ihm doch aufgefallen sein, Mensch, du kommst abends immer 22:30. Ja, so um 22:45, so kann man so sagen, ja, zwischen 22:45 und 22:45. Genau. Ne? Und obwohl Frauke nicht gesagt hat, ich rufe morgen wieder an, ja, hätte man aber doch, wenn 2 Anrufe an 2 aufeinanderfolgenden Tagen stattgefunden, ja, haben, dass ich dann, spätestens dann gesagt hätte zu der Familie oder zu der Frau Liebst oder wie auch immer, ja, du pass auf, ich bin heute Abend bei dir. Wir warten mal, Bernie, du selber hättest da gesessen, 24 Stunden, ja, wahrscheinlich, um auf den Anruf zu warten. Hm. Oder? Ja, aber warum ist denn dann dieser Chris nicht abends dann, spätestens am dritten Tag, zu der, ja, Mutter gegangen, abends ab 8 Uhr, sage ich mal, und hätten bis um 11 Uhr auf den Anruf gewartet, gemeinsam. Eben, das verstehe ich ja auch. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, und das habe ich ja eben gemeint. Natürlich hat er eine angerufen. Aber er gibt ja alles nur wieder. Da gibt es doch gar keinen Beweis für, was gesagt worden ist, Bernie. Doch, ja, was gesagt wurde, nicht. Das ist richtig, ja. Das nein, ist nur richtig. Beim letzten Telefonat. Ja, ja. Wenn du mal richtig siehst. Mhm. Und die SMS natürlich. Aber die kann ja jeder geschrieben haben. Ja, ja. So, und selbst beim letzten Telefonat hat zuerst mal lange der Chris mit der Frauke gesprochen. Ja. Und dann kam erstmal die Schwester. Und dann hat der Chris wieder übernommen. Aha. So war das. Ja, ja. So, ja, war, ja, das. Darum sage ich dir doch, bei mir geht das immer hin und her zwischen Ausgerechnet beim allerletzten Anruf. Dann war die Schwester dabei, ne? Ja, und die Mutter komischerweise kurz zuvor weg. Ja gut, lass mal jetzt die Mutter aus dem Spiel. Nein. Du musst das richtig verstehen. Die Mutter war doch da mit dem Vater. Ja. Die haben doch auf den Anruf gewartet. Ja. So. Und dann kurz nach 11 hat die Frau Liebs gesagt, oder Viertel nach 11 rum hat Frau Liebs gesagt, die rufen bestimmt nicht mehr an. Dann wollten sie auch nach Hause. So. Mhm. Und die waren noch nicht ganz weg. Und die Schwester ist ja da geblieben. Und die Frau und Herr Liebs waren noch nicht ganz weg.
Da ging komischerweise das Telefon. Warum? Weil die Mutter hätte die mit Sicherheit erkannt. Ach so, meinst du? Mhm. Die Mutter hätte mit Sicherheit ihre Tochter erkannt. Da kannst du mir ja sagen, was du willst. Also glaubst du so theoretisch, dass gar nicht Frauke wirklich angerufen hat? Ich bin da immer hin und her gerissen, Bernie. Weil guck mal, eine Mutter, ne? Ich würde mein Kind immer erkennen. Ja. Eine Mutter erkennt immer ihr Kind. Und komischerweise, das Ehepaar war noch nicht lang, gar nicht lange weg. Da ging komischerweise das Telefon. Aber jetzt nochmals, beim allerletzten Anruf, da in dem Moment, der fünfte Anruf war das, glaube ich, ne? Der letzte. Der letzte, das war der letzte, ja. Genau, nur da ist dann zufällig dann die Schwester dabei, ne? Genau. Hm. Ja, da haben ja auch viele vermutet und das haben ja auch viele auf die Website von Frau Liebs geschrieben, dass das irgendwie so auch so ein Alibi gewesen wäre für den Chris, damit der Chris da irgendwie... Guck mal, der Chris, der war ja ganz, ganz lange Hauptverdächtiger für die Polizei. Ja. Und dieser letzte Anruf hat den da rausgeholt. Ja, ja, als Alibi, ne? Genau, das war der Moment, wo die Polizei gesagt hat, so, dich haben wir jetzt hier nicht mehr auf dem Kicker. Und davor war der Top-Verdächtige. Ja, okay. Genau, und weil man da so viel drüber gewettert hat, und auf halt die Meinung auf dieser Website geschrieben hat, hat sie gesagt, nee, der war das nicht. Ich kann das verstehen. Ich habe auch immer wieder zu meiner Tochter gesagt, das ist nicht anders wie bei Rebecca. Die können sich auch nicht vorstellen, dass der Florian das war. Eine Frau Liebs kann sich auch niemals vorstellen, dass das ein Chris war, weil man den ja so gut kennt und. Ne? Man kann das verstehen, vielleicht weil die da zu nah dran sind. Aber wir, wie du und ich und die anderen, wir sind da nicht nah dran. Wir sehen das vielleicht so ein bisschen objektiver, verstehst du? Ja, ja. Aus einer anderen Perspektive. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass Familie Reusch, also die Eltern oder die Eltern von Frauke, das gar nicht so sehen können wie du oder ich. Ja. Wir sehen das ja mit Abstand. Wir kennen den Chris ja überhaupt nicht. Ja. Ja? Aber wenn deine Tochter jetzt einen Freund hat und du kennst ihn schon ewig, dann denkst du auch, nee, im Leben nicht. Ja. Aber wie oft hatten wir das schon, Bernie, in Fälle im Leben nicht? Naja, klar. Ja. Ne? Gut. Ja, so ist das, Bernie. Jetzt lass mal die anderen noch mal ran, ne? Ja, die anderen rufen schon dauernd an, ich sehe schon. Ja. Okay, Bernie, ich wünsche dir was. Bis bald, ja? Lieben Dank für deinen Anruf, bis bald. Ja, gerne, Shoei. Tschüss. Es war gerade ein Anruf aus Österreich. Da kann ich leider nicht zurückrufen. Ich weiß nicht, was das kosten würde. Also, derjenige aus Österreich kann gerne jetzt anrufen. Zwischenzeitlich möchte ich noch einen ganz anderen Fall mal erwähnen, der mir ziemlich an die Niere gegangen ist und ich habe einen ganzen Tag darüber nachdenken müssen und mir haben teilweise wirklich die Tränen in den Augen gestanden. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt es war. Viele von euch haben das sicherlich auch mitgekriegt. Das war etwa eine Woche oder zwei Wochen her. Da kam ein Vater auf eine Polizeistation, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war, und sagte, ich habe meine dreijährige Tochter ertränkt. Das heißt, er hat also die Tochter, die inzwischen tot war, das erkläre ich noch, gleich nochmal, warum sie tot war, genommen und hat sie, ich glaube, mit einem Stein beschwert oder sowas, in einen Fluss versenkt. Einen Tag später oder so ist er dann zur Polizei gegangen und hat das gestanden. Die Polizei hat dann natürlich nach dem Mädchen gesucht im Wasser, hat sie auch gefunden, tot natürlich. Und dann ist natürlich der Vater befragt worden und es scheint so gewesen zu sein, dass er seine dreijährige Tochter im Keller eines Mehrfamilienhauses eingesperrt hat, weil sie
unartig war. Das heißt, über mehrere Tage hinaus ein dreijähriges kleines Kind in den Keller zu sperren. Also mir geht schon wieder, wenn ich das erzähle. Ja, und er hat ihr immer Essen runtergebracht in den Keller. Und eines Morgens war sie tot. War sie tot im Keller, hat er sie tot aufgefunden. Und bei der Obduktion der Leiche kam dann heraus, dass sie an einem Brei erstickt ist. Also sie hat gebrochen und daran ist sie dann qualvoll erstickt. Der Vater wurde dann logischerweise festgenommen und eine Woche später ist auch die Mutter inhaftiert worden, weil sie wohl davon wusste. Da frage ich mich wirklich, wie kann man denn als Mensch, als Mutter, egal, ein kleines Kind, ein dreijähriges Kind in den Keller einsperren? Also als Disziplinarmaßnahme oder irgendwas, ne, weil sie nicht artig war. Ein dreijähriges Kind, das 24 Stunden am Tag mehrere Tage da unten verbringen musste. Wahnsinn. Also das ist, heftig. Gut. Wollte das nur mal kurz erwähnen. Ich wollte schon mal Anfang der Sendung erwähnen. Aber das ist schon richtig hart gewesen. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem schon hier gesprochen habe. Ich rufe da jetzt nochmal an. Ich rufe mal jetzt jemanden zurück. Okay, da ist besetzt. Gut, dann warten wir nochmal auf den nächsten Anrufer. Ja, ich gucke nochmal hier ein bisschen in den Chat rein. Und ich hoffe, dass hier nochmal der eine oder andere Anrufer kommt. Rosemarie Lenz, ja, manche Menschen sollten keine Kinder bekommen. Ja, wenn man so auf der Straße rumschaut und wie viele Kinder mehr oder weniger teilweise, ich behaupte es mal, verwahrlost eigentlich auch da rumlaufen. Weißt du, für jeden Mist braucht man irgendeinen Schein. Führerschein sowieso, alles klar. Einen Angelschein braucht man, um Fische zu angeln, braucht man einen Schein. Wenn man den nicht hat, kriegt man eine Strafe. Jetzt ist es natürlich überspitzt zu sagen, wer ein Kind haben will, braucht einen Schein. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, ne? Wie willst du das kontrollieren? Aber ich denke doch, dass irgendwie, es gibt ja, ich habe jetzt einen Kunden gehabt vor wenigen Tagen, der hat mir dann den Reisepass vorgelegt, den muss ich dann kopieren und eine Meldebescheinigung. Und auf der Meldebescheinigung waren 4 Kinder aufgeführt. Ne? Und er selber war 22. Und die Kinder sind jedes Jahr wirklich 18, September 18, September 19, September 20, September 21 auf die Welt gekommen. In genau ein Jahresabständen 4 Kinder. Ja, und das mit 22.
Naja. Gut, muss jeder selber wissen im Grunde genommen, aber man muss sich ja nicht irgendwie drüber wundern, wenn ne, irgendwo auch teilweise Verwahrlosung herrscht oder wie auch immer. Ne? Na gut, aber jetzt mal von diesem Thema weg. Nano Elke schreibt Elternführerschein, ja. Aber wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Ne? Das Grundgesetz, unser Grundgesetz verbietet das ja schon, sowas zu untersagen. Ne? Ja. So, ich schaue noch mal ein bisschen in den Chat hier rein. Bettina schreibt, Koch, wo sind deine Katzen, Bernie? Ich tippe mal, die haben sich ins Bad verkrochen, weil die lieben irgendwie diesen Badvorhang. Ne? Kennt ihr das? Duschvorhang. Und da verkriechen sie sich immer und drunter. Jedenfalls hier sind sie im Moment nicht. Ich sehe zumindest niemand hier. Mal sehen, wen ich rufe. Laila? 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 Wenn ich jetzt mit Leckerlis rasseln würde, dann wären sie sofort hier. Aber lassen wir weiter schlafen. Naja, wenn die sowieso noch wach, die sind immer nachtaktiv und rennen dann darum. So, ja, höchster Ehepaar. Ich guck mal, was Google sagt in Verbindung mit Frauke Liebs. Das würde mich mal interessieren, weil die Polizei hat das ja mit Sicherheit abgeklopft alles, ne? Frauke Liebs. So, Brief an Mutter von Mordopfer. Brief an Mutter von Mordopfer. Was weiß die Folterhexe von Höxter? Und die hat sich im Jahre 20 bei dir gemeldet. Da gucke ich mal kurz rein, was da steht. Also, die Angelika W. hat sich wohl 2020, also vor 3 Jahren, bei der Mutter gemeldet mit der Nachricht, bitte, bitte schreiben Sie mir zurück, vielleicht kann ich helfen. Okay, jetzt ruft jemand aus Österreich an. Nabend. Guten Abend, Bernie. Da spricht der Martin aus Österreich. Hallo, Martin. Ja, hallo. Hi. Ich hoffe, man kann mich halbwegs verstehen mit meinem Dialekt. Ja, sonst mache ich Untertitel dabei. Nein. Folgendes. Also, ich verfolge den Fall Frauke Liebs schon seit einigen Jahren. Mhm. Ich habe auch damals schon die XY-Sendung im Jahr 2006 gesehen. Mir ist der Fall schon damals durch die Anrufe schon ziemlich speziell vorgekommen, 2006, obwohl ich mich da noch nicht so mit True Crime auseinandergesetzt habe. Ne? Ja, ja. Und folgendes. Was ich sagen wollte, also ich bin auch der Meinung, dass das höchste Paar mit dem Fall was zu tun hat. Also okay. Dass das mir gibt, also für mich sind da einfach ein paar Zufälle zu viel. Ja. Und
Was ich auch noch sagen wollte, es gibt anscheinend, es hat ein Interview gegeben mit der Mutter, ich glaube, das war vom Stern 2015. Ja. Da soll die Frauke die Mutter gefragt haben, wo liegt eigentlich Mieheim? Und die Mutter dann zurückgefragt hat, ja, wieso willst du das wissen? Und sie, ja, da gibt's so eine Schrauber. Also es gibt da den ominösen Schrauber von Nieheim. Das habe ich in dem All Mystery Forum habe ich das gelesen und ich weiß jetzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Mit Schrauber meinst du? Der ominöse Schrauber von Nieheim. Mit einem Schrauber meinst du wahrscheinlich einen Kfz-Mechaniker? Mechaniker. Oder? Ja. Hm. Weil der Wilfried zum Beispiel vom Höchsterbar, der hat auch oft eine blaue angehabt und hat dann so wie ein Mechaniker ausgesehen. Ja. Okay. Die haben ja auch einen Kiosk besessen in Brakel und da ist er auch öfter gesehen worden mit so einer blauen Montur. Ja. Brakel ist in der Nähe von Nieheim. Und es ist, was ich auch noch sagen wollte, beim Höchsterbar ist nicht ganz klar, was die überhaupt alles besessen haben. Da ist eine Frau hat irgendwas gesagt von einem Foto, was sie gesehen hat, von einer Hütte oder einem Stadel oder wie viele Autos die überhaupt besessen haben. Das ist alles nicht wirklich klar. Ja. Und also ich überlege, ich habe mir viele Gedanken zu diesem Fall gemacht und komme eigentlich immer wieder auf, es kann auch sein, dass der Wilfried W. vielleicht auch alleine gehandelt hat. Weil anscheinend waren sie 2006 einmal so auf die Art getrennt, unter Anführungszeichen. Ja. Also sie haben in Schlangen gewohnt, das wurde auch in der letzten Sendung schon erwähnt. Ja. Und die Fahrten waren einmal sicher, um von Nieheim abzulenken. Ja. Also es ist ja alles auf Paderborn und nochmal Paderborn. Also ich glaube schon, dass der Dreh- und Angelpunkt schon die ländliche Gegend rund um Paderborn ist. Also Nieheim, die Gegend ist sicher, da ist sie sicher festgehalten worden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Naja, du musst ja in der Nähe gewesen sein, ne? Geht ja gar nicht anders. Ne? Und es ist ja so, im Podcast klingt ja danach raus, dass 2007 hatte die Polizei sozusagen den Ort, ich will jetzt nicht sagen, auf den Kopf gestellt, aber halt, ja, sie haben halt das Möglichste untersucht und haben da halt keine Spur gefunden. Jetzt würde mich interessieren, ob die Polizei von dem Schrauber von Nieheim was gewusst hat, aber anscheinend hat die Polizei auch alle Mechaniker damals vernommen. Ah, okay. In der Gegend. Ja. Also, wie gesagt, also ist aber Nieheim, was? Ja, bitte. Bist du, du hast ja das vorhin auch schon mitbekommen, was ich jetzt so eine These mal, nicht jetzt, dass ich mir jetzt irgendwie gegen die Polizei da was sagen will, aber es ist doch schon ein Unterschied, ein Morddezernat in der Kleinstadt und ein Morddezernat, wo eigentlich tagtäglich Morde passieren, oder? Ja. Die Polizei hat sicher nicht alles richtig gemacht in dem Fall, nicht? Weil bei vermissten Fällen sind normalerweise die ersten 48 Stunden die wichtigsten. Oder der Fall ist einfach speziell wegen den Anrufen. Nicht? Es gibt so einen ähnlichen Fall, gibt es ja eigentlich nicht. Nicht? Also das ist ganz, ganz ein spezieller Fall. Und es gibt ja anscheinend hat ja der Anwalt von der Angelika hat ja auch gesagt, es gibt örtliche Übereinstimmungen im Jahr 2006. Also man hat die Handydaten von Wilfried, hat man ja abgefragt. Und da soll es ja örtliche Übereinstimmungen mit der Frau Kalibs gegeben haben. Ja. Ich glaube halt einfach, dass es das Höchsterbar war.
aber man kann es ihnen halt einfach nach 10 Jahren, weil es sind ja 10 Jahre vergangen, nicht nachweisen. Ja, ja. Das Problem ist, es gibt keine DNA-Spuren. Das, was ich mir auch noch frage, was ist, hat die Polizei eigentlich gemacht zwischen dem letzten Anruf und dem Leichenfund? Was hat die Polizei auch in dem Zeitraum gemacht, frage ich mich. Weil der Fall Falke Liebs ist ja erst so richtig ins Rollen gekommen, wo man die Leiche dann gefunden hat. Ja. Davor hat die Polizei ja meiner Meinung nach eher versagt. Oder ja. Versagt ist jetzt vielleicht ein bisschen schlimm ausgedrückt, aber nicht hat sich mit Ruhm bekleckert. Nennen wir es mal so nicht. Und was ich mich auch frage noch zum Höchster war, die haben ja anscheinend teilweise gar nicht gearbeitet, die haben vom Hartz IV gelebt. Also ich frage mich nachher, wie die zig Autos besessen haben oder wo das ganze Geld herkommen ist. Ja. Das frage ich mich. Ja, wie gesagt, es ist. Und es haben sich ja auch Frauen gemeldet, also der Wilfried, der hat auch Frauen alleine angesprochen. Also die waren eigentlich die ganze Zeit nur auf der Suche nach Frauen. Ja. Egal ob über Annoncen oder sie haben sie direkt angesprochen oder die Angelika hat für ihren Frauen, hat sich als Schwester ausgegeben. Also die waren nur, manchmal sagt, die Frauke passt nicht ins Bild. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Annika aus dem Höchsterhaus mit ihr vergleicht, dann finde ich, dass es da sogar eine optische Ähnlichkeit gibt, ist jetzt meine Meinung. Ja. Aber wie gesagt, in Nils und in Chris, die wird meiner Meinung nach würde ich die als Täter ausschließen. Ja. Entschuldigung, war gerade mal ganz ein paar Sekunden abwesend, weil meine Katze hier gerade auf dem Schreibtisch wollte. Ja, aber was denkst du denn, wer jetzt eventuell in Frage kommen würde? Ja, also für mich also ist es schon das höchste Paar. Aber man kann es halt nicht nachweisen, weil sie waren damals in Schlangen. Ist klar, dass man keine DNA-Spuren im Höchsterhaus gefunden hat. Das war ja 2010. Der Fall Falke Liebs war 2006. Ja. Also für mich würde der Fall Falke Liebs irgendwie ins Bild passen. Also in die letzten Sendung habe ich immer von der Timeline gelesen in deinen Chats, dass die nicht stimmt. Aber die haben ja schon 1999 geheiratet. Okay. Also wie das höchste Paar. Wie bitte? Das höchste Paar, oder was? Ja. 1999. Ja, ja. Wow. 99, ja. Ja. Wahnsinn. Und die haben schon immer in der Nähe von Paderborn, ja, gewohnt, also in dem größeren Umkreis. Schlangen, ja. Okay. Und Schlangen, da wäre der direkte Weg zu die Gewerbegebiete. Die Anrufe. Es ist ja so, die Polizei hat ja veröffentlicht, dass die erste SMS aus Nieheim gekommen ist. Ja. Hat ja die Polizei veröffentlicht. Und auf das hin hat der Täter dann natürlich, der hat es dann auch in den Medien mitbekommen und hat dann natürlich von Nieheim ablenken wollen und ist dann mit ihr zu den Gewerbegebieten gefahren und hat sie dann von dort anrufen lassen, dass man dann sozusagen da dann die Funkzelle erkennt und dass man meint, sie ist in Paderborn. Also das ist für mich eindeutig, dass der Täter außerhalb von Paderborn sie festgehalten hat. Ja. Na gut. Dann vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte. Woher in Österreich rufst du an? Ich komme aus dem wunderschönen Tirol. Oh, wunderschön. Wahnsinn. Ich beneide dich. Wo die Deutschen Urlaub machen. Ja, ich beneide dich.
Schön. Na, gut. Na, wie gesagt, ich hoffe, du behandelst, also wie gesagt, ich kann nicht mit vielen Leuten über den Fall reden, aber es ist gut, dass ich mal meine Meinung losgeworden bin. Ja, natürlich. Dafür ist das ja hier da. Ne? Ja. Gut. Ganz lieben Dank nochmal für deinen Anruf. Bis zum nächsten Mal, ja? Ja, wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja. Ich hatte ja eben schon mal hier, ich wollte das mal nochmal gucken, Höxter Paar und Mord an Frau Geliebs. Fest steht, bereits 2016 hatte die Mordkommission in den Ermittlungen um das entsetzliche Geschehen zwei totgequälte Frauen im Horrorhaus von Höxter Bosseborn geprüft, ob der Mord an Frau Geliebs von Wilfried W. begangen worden sein kann. Örtliche und räumliche Nähe zu den Aufenthaltsorten von Wilfried W. näherten damals einen Anfangsverdacht. Aber wir haben keine Beweise gefunden, sagte der inzwischen pensionierte Chef der Mordkommission Ralf Östermann. Die Auswertung der Handydaten ergab, dass sie sich vor ihrem Tod in der Nähe von Nieheim aufgehalten hatte und vermutlich gefangen gehalten wurde. Nachdem ab April 2016 die Ermittlungen im Fall Horrorhaus liefen, kam schnell heraus, dass sich Wilfried W. in der tatrelevanten Zeit im Mordfall Frau Geliebs oft in der Nähe von Paderborn und Nieheim aufgehalten hatte. Und Östermann dazu, wir hatten die Hoffnung, dass sich das Handy von Frau Geliebs unter den rund 50 im Tathaus in Bosseborn sichergestellten Mobiltelefon befinden könnte. Aber es war nicht dabei. Was? Man hat 50 Telefone, 50 Handys in dem Horrorhaus gefunden? 50? Oh mein Gott. Auch Angelika W., die erst ab 2010 mit Wilfried W. zusammen war, wurde damals befragt. Östermann, sie konnte uns aber nicht weiterhelfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns etwas verschwiegen hat. Ihr Anwalt Peter Wüller sagt, ich kann nicht einschätzen, ob sie wirklich etwas weiß. Und Dr. Detlef Binder, Verteidiger von Wilfried W., sagt, dieser Brief ist unfassbar. Diese Frau will nur neue Aufmerksamkeit. Ingrid Liebs, die Mutter des Opfers, hat trotzdem Hoffnung. Ein Unternehmer, 37 aus Leipzig, setzte jetzt 30.000 Euro Belohnung. Gut, das kennen wir ja. Also, fest steht offenbar, auch laut Polizei, dass sich in der tatrelevanten Zeit dieser Wilfried B. in der Nähe dort aufgehalten hat. Also wieso kann man denn kategorisch ausschließen, dass Wilfried W. was damit zu tun hat? Das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Komisch. Also hier schreibt, hier in diesem Artikel eben, weil hier nochmal Platin schreibt, dass sie wohl seit 1999 verheiratet waren. Also hier habe ich jetzt gelesen, dass das Höxter Ehepaar sich erst 2010 kennengelernt hat, offenbar. Und zu der eigentlichen Tat 2006, die sie überhaupt noch nicht kannten. Das heißt, es ist aber deswegen nicht ausgeschlossen, dass der Wilfried W., also der Mörder da aus dem Höxter Haus, damals schon solche Sachen gemacht hat. Ja.
damals noch auf eigene Faust alleine. Und ja, also man könnte schon meinen, dass da ein Zusammenhang besteht. Und warum die Polizei da nicht intensiver hinterher war, kann ich eigentlich auch nicht nachvollziehen. Ja, das ist halt, ne, irgendjemand schrieb da oben jetzt ein bisschen höher im Chat, dass die Polizei, die Mordkommission, alle die gleiche Ausbildung haben. Klar, logisch. Aber es ist trotzdem noch ein Riesenunterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich versuche mal jetzt hier über Google herauszufinden, wie viele Tötungsdelikte, besser gesagt, weil Totschlag fällt ja auch darunter, wie viele Tötungsdelikte im Raum Paderborn. So, Zahl der Opfer von Tötungsdelikten im Kreis Paderborn sinkt erneut. So, wie viel hatten wir denn da? In der Bezahlschranke, na toll. Also im Jahr 2021 kommt ein Mensch gewaltsam ums Leben. Zwei Mörder werden verurteilt, ein Toter gibt Rätsel auf. Also ihr seht, verschwindend gering, natürlich ist jeder Tote einer zu viel, da sind wir uns alle einig, aber wenige Tötungsdelikte in so einer Stadt wie Paderborn. Ja, und wenn wir uns jetzt Berlin anguckt, Tötungsdelikte, Berlin. Da hatten wir im Jahre 2022 59 Morde oder 59 Tötungsdelikte. Nee, Morde sogar, nicht nur Tötungsdelikte, sondern wirklich Morde. 59. So, jetzt weiß ich nicht, wie viele Mordkommissionen es in Berlin gibt. Wahrscheinlich nicht so viele, sondern die sind, glaube ich, alle in der Keithstraße zusammengefasst. Natürlich gibt es mehrere Mordkommissionen, das ist klar. Aber ihr seht, dass die wesentlich mehr zu tun haben und wesentlich mehr Praxiserfahrung haben als wie eine Mordkommission in Paderborn. Wie gesagt, die Ausbildung ist die gleiche, aber durch die Praxis tut man ja doch mehr Erfahrung sammeln, ja. Und ich will denen nichts unterstellen, also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da in so kleineren Mordkommissionen, in so kleineren Städten eventuell mehr Fehler passieren könnten als bei Mordkommissionen, die, ich sag mal, wo denen das ihr tägliches Brot ist, ne? Mehr oder weniger, blöd ausgedrückt. Ja, ob das alles damit zusammenhängt, man weiß es nicht. Jetzt kommt natürlich der eine oder andere auf die Idee, sagt, ja, aber hier Berlin, Rebecca Reusch auch nicht aufgeklärt. Ja, man kann nicht alles aufklären. Ne? Aufklärungsquote in Tötungsdelikten oder gerade auch Mord ist natürlich sehr hoch, aber nicht bei 100%. Ja, ja. Alles schwer zu beurteilen. Bielefeld hat ermittelt. Okay. Okay, das heißt, möglicherweise gibt es in Paderborn überhaupt keine Mordkommission, sondern die nächstgrößere Stadt wäre dann Bielefeld.
weiß nicht, wie viele Kilometer das auseinanderliegen. Ich schätze mal 30, 40 maximal von Paderborn nach Bielefeld. Ja. So, ich krieg hier. Wie gesagt, ihr könnt anrufen nochmals als Hinweis, die jetzt neu hinzugekommen sind oder die das noch nicht wussten. Wenn ihr hier anruft, diese Festnetznummer, bitte 20 bis 30 Sekunden klingeln lassen. Dann werdet ihr erst durchgestellt. Weil das so eingestellt ist, dass anonyme Anrufe direkt abgewiesen werden. Also Geduld beim Anrufen. Jetzt hat mir ich hoffe, dass es für dich in Ordnung ist. Aber das sind ja jetzt keine Bilder von dir, sag ich mal. Sondern ein Link, den du mitgeschickt hast, über so ein Forum über Frau Geliebs. Und da sind wohl irgendwo Bilder zu sehen. Oh, auf die Schnelle finde ich das hier nicht, dass ich nach Bilder suchen kann. Nabend. Nabend. Hi. Hier, grüß dich. Hi, Anrufer vor Ort wollte sich. So bist du immer noch abgespeichert hier. Ja, grüß dich. Ja, alles gut, danke. Bei dir? Ja, auch alles gut. So. Ich habe mich jetzt auch mal in diesem Fall Frau Geliebt eingeladen. Und einige Vorredner haben das ja in der letzten Sendung oder auch jetzt heute schon gesagt. Mit diesem Fall Höxter und ich kann, glaube ich, so ein bisschen dazu beitragen, das alles noch mal eine zeitliche Reihenfolge zu bekommen. Mhm. Dieser Wilfried W., der ist im Grunde genommen, habe ich das jetzt nicht auf meinem Rechner hier, den habe ich nicht geöffnet, aber ich meine, es war so roundabout 95. Mhm. Da ist er schon mit seiner damaligen Freundin auffällig geworden, dass er da irgendwo eine andere Bekannte missbraucht haben soll, sag ich jetzt mal so, ne? Genötigt haben soll, manipuliert haben soll. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Du hast mir eben diese Dinges geschickt, danke nochmal dafür, und jetzt hast du mir nochmal ein Foto geschickt, weil das sagst du, vielleicht kann Bernie mal das ominöse Foto einblenden. Mache ich gleich nach diesem Anruf, ja? So, jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, dann ist er verurteilt worden zu 2,5 Jahren und ist dann 1998 wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Ja. Ja. So, und dann hat er im Grunde genommen diese Angelika kennengelernt. Das war 1999. Ach doch, 99, dann, ja. Weil ich hatte vorhin. Hat er die geheiratet. Weil ich hatte vorhin gelesen. Weil ich hatte vorhin gelesen, irgendwie 2010, aber vielleicht habe ich da auch falsch irgendwie. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, sind die 2010 dann nach Höxter gezogen. Ah, okay, ich verstehe. Und vorher haben die in einem quasi Vorort im Nordosten von Paderborn gewohnt, in diesem Ort Schlangen. Ja. So, und da fragt man sich natürlich, wenn das 2016 da mit dem Horrorhaus in Höxter passiert ist, was ist eigentlich zwischen 2016 und 1999 da los gewesen? Mhm. Weil diese Angelika W., die war ja auch ziemlich psychopathisch und da haben sich ja wie die ganzen Zeugen und Gerichts,
Vollzieher und so weiter nachher gesagt haben und Anwälte, ja, da haben sich ja zwei gefunden. Das heißt, die ganze Zeit ist nichts passiert, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und du hast ja eben auch gesagt, geschockt, ey, die hatten da 50 Handys in dem höchsten Haus. Was Wahnsinn. Ist denn da abgegangen? Wahnsinn, ja. So. Und wenn man jetzt nämlich das ist ein Ausschlussgrund, den die Polizei hatte. Wir haben in dem Haus in Höxter von der Frau Geliebs keine Spuren und kein Handy gefunden. Ja. Ja, wenn die von Schlangen 2010 erst nach Höxter gezogen sind und der Fall Frau Geliebs war ja im Jahr 2006, ja, da werden die ja nicht irgendwelche Spuren dann im Haus Höxter finden. Die werden ja auch wahrscheinlich ihr Handy oder ihr Portemonnaie und ihre Unterlagen nicht mitgenommen haben. Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen haben die da, ist das eigentlich ganz klar, dass die da im Haus Höxter nicht gefunden haben. Ja. So, aber das muss ja der Polizei eigentlich auch klar gewesen sein. Warum suchen sie denn Höxter im Haus da nach Spuren von Frauke? Ja, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Da war ja Frauke schon 4 Jahre tot. Oder länger. Sag du? Da war ja Frauke schon 10 Jahre tot. Richtig. Hm? Richtig. Ja. Genau. Wenn man sich mit dem Kriminalkommissar Östermann da ein bisschen beschäftigt der in 30 Jahren auch 50 Mordfälle nicht aufgeklärt hat, wir haben sein Team, ist das auch nicht wirklich eine gute Erfolgsquote, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also nichts gegen die Polizei oder die Kriminalpolizei oder so, aber das ist auch schon irgendwie auffällig, so viele Mordfälle nicht aufklären zu können. Ne? Ja. Aber wie dem auch sei, der sitzt bei der Polizei in Berlin. So, und jetzt habe ich mal recherchiert, war denn zwischen 1999, wo die sich kennengelernt haben, und 2016, wo das ganze Ding da aufgeflogen ist, gab es dann noch weitere Fälle. Und tatsächlich gab es einen Fall 2008. Ja. Es ist auch eine Nebenklägerin oder Zeugin gewesen, die 2008 quasi von diesem Ehepaar, Wilfried und Angelika W., genauso gefangen genommen wurde, manipuliert wurde, genötigt wurde, unterdrückt wurde und die quasi den Wilfried W. über eine Internetkontaktanzeige kennengelernt hat. Ja. Und diese Zeugin K, nennen wir sie jetzt mal Karin, die war zu dem Zeitpunkt 2008, war die Anfang 20, also 21, 22, so wie die Frau Geliebs. Und er war 42. Mhm. Oder 40, glaube ich, war. Das heißt, zurückgerechnet war er dann 2006, 2 Jahre vorher, war er 38. Also genau die gleiche Konstellation. Die berichtete dann auch in dem Gerichtsverfahren darüber, dass SMS von ihrem Handy ausgeschickt wurden, die Verwandten zu beruhigen. Ihr wurde das Portemonnaie und alles abgenommen, die ganzen Unterlagen. Haben sie ja bei Frauke auch gemacht, die sind ja nie gefunden worden. Mhm. Und sie hatte immer auch Möglichkeiten wegzulaufen, hat es aber nicht hinbekommen, weil die sie so psychisch manipuliert haben. Also es scheint mir jetzt auch völlig schleierhaft, wie das bei einem gesunden Menschenverstand funktionieren kann, aber scheinbar haben die beiden das geschafft, junge Frauen derart zu manipulieren und derart zu erniedrigen, dass die irgendwie hörig geworden sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das Bindeglied, ne? Zu Frauke. Ja. Und wenn die das tatsächlich waren in Schlangen, gibt es da irgendwie ein Muster? Und dann habe ich, so ähnlich auch wie bei dem Fall von Rebecca, habe ich mal die Fahrtrouten recherchiert. Wenn du also nicht von Nienheim ausgehst, sondern auch davon ausgehst, dass die wirklich von Schlangen aus losgefahren sind, von diesem Ort Schlangen, der nordöstlich von Paderborn liegt. Und man jetzt natürlich auch überlegen muss, ist ja auch ein Risiko. Wenn du da eine entführte Person im Auto herfährst, da kann ein Unfall passieren, da kannst du in die Polizeikontrolle kommen, durch einen Blitz erfahren. Genauso wie die ja dann hinterher aufgeflogen sind, ne? Das höchste Ehepaar. Genau. Das war ja auch sowas. Ne? Genau, vollkommen richtig. Das heißt, du musst
weit genug von deinem Wohnort weg, damit quasi, die wussten damals schon, hey, das Handy kann geortet werden, also musst du relativ weit vom Schlang weg, aber auch nicht so weit, um nicht das Risiko zu hoch zu haben, erwischt zu werden. Mhm. So, und ganz interessant, wenn du mal diese ganzen Orte von Dienstag, also die SMS auf dem, der, aus dem Funkmastempfang, der ist ja größer, ja, der mhm. vielleicht 20, 25 Kilometer von Nienheim, das heißt, das muss nicht direkt Nienheim gewesen sein, sondern in der Umgebung. Und wenn du mal diese ganzen Orte aus von Schlang anfährst, dann hast du plötzlich ein Muster, das dauert jedes Mal 20 Minuten. Ja. Das ist der Hammer. Also jeder Ort ist von Schlangen aus innerhalb von 20 Minuten zu erreichen. Die Orte, wo dann von wo ausgerufen, angerufen wurde, ne, meinst du? Hm. Genau. Genau. Hm. Genau. Und das, da denke ich, das kann ja kein Zufall sein. Ja. Und jetzt kommt's. An dem einen Tag, ich weiß jetzt nicht mehr, glaube ich, erst war es der 20. Was der Donnerstag, ich habe es jetzt nicht mehr richtig im Kopf. Auf jeden Fall hat sie ja in dem Telefonat dreimal gesagt, ich bin in Paderborn. Ja. So. Und das ist ja schon auffällig, ne? Also warum sagt das jemand dreimal, ich bin in Paderborn? Ja. In Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ich glaube da, und die Frauke war ja eine schlaue junge Frau, wollte die tatsächlich einen Hinweis geben. Nur wusste sie wahrscheinlich gar nicht, wo sie tatsächlich untergebracht wurde. Mhm. Ja, kann ja sein, dass sie Schlangen gar nicht erkannt hat. Aber wenn du an dem Tag, wo dieses Telefonat herkommt, die Route fährst von Schlangen aus, dann fährst du nicht durch Paderborn, sondern die Route, die du da einschlägst, ist über die Bundesstraße 1 und dann ein Stück von der A33 und dann kommst du quasi zu so einem zum Industriegebiet, zu so einem Hof, von da aus dieser Anruf gefahren ist. Und wenn du das abfährst, dann kommst du dreimal an Abfahrten vorbei, die in Richtung Paderborn führen. Das heißt, es könnte sein, dass sie durch einen Seeschlitz in der Augenbinde oder durch eine Fahrzeugtür vielleicht diese Schilder erkannt hat, mitgezählt hat und gesagt hat, Paderborn, 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 dreimal Paderborn, dass sie das irgendwie als Hinweis geben konnte, weil das ist schon auch auffällig. Ja, ja. So, und was ist jetzt das Bindeglied? Die Frauke, die war ja quasi da nach Paderborn gezogen, hat da diese Ausbildung angefangen und ist dann ja auch mit dem Chris in die WG gezogen. Und, hat natürlich da auch erst schon mal eine Beziehung gehabt und hat nach Anschluss gesucht. Mhm. Und war da ja auch also Politi und auf ICQ und so weiter unterwegs. Ja. Und deswegen wurde ausgeschlossen, weil die digital unterwegs war, dass sie bestimmt nicht auf die Zeitungsannoncen, die der Wilfried W. In die Zeitung gesetzt hat, auf die Zeitungsannoncen reingefallen ist oder darauf Kontakt gesucht hat, ja, weil sie keine Zeitung liest. In dem jungen Alter kaufst du ja keine Tageszeitung. Ja. Was aber diese Zeugin K. im Gerichtsverfahren ausgesagt hat, dass sie auf einer Freundesplattform war und den über eine digitale Freundesplattform 2008 kennengelernt hat. Diese Freundesplattform war auch 2006 schon aktiv. Und dadurch kann es tatsächlich der Link sein, dass die Frauke ihn dort über diese Kontaktplattform kennengelernt hat. Mhm. Und das ist auch meine Vermutung, dass sie den kennengelernt hat. So, jetzt war der ja schon ein bisschen älter. Vielleicht war der Kontakt auch gerade erst am Start. Deswegen hat sie ihrer Freundin darüber nichts erzählt. Vielleicht auch gerade, weil er ein bisschen älter war. Mhm. Jetzt hat die ja in dem Pub zu dem Fußballspiel den ganzen Abend da SMS verschickt. Meine Vermutung ist, die hat nicht nur den Nils kontaktiert, den sie vielleicht auch nett fand, dem sie vielleicht aber eher helfen wollte, weil das ja auch ihr angehender Beruf ist. Aber du bist ja nicht am SMSen mit einer Person, 90 Minuten Spielzeit plus, also 2-3 Stunden mit der einen oder gleichen Person. Vielleicht hat die parallel auch mit dem Wilfried gechattet.
das konnte die Freundin ja nicht alles einsehen. Mhm. Hat vielleicht manchmal gesehen, oh, das ist aber toll, guck mal, die schickt dem Nils da auch Smileys und hat dich lieb und so weiter. Und vielleicht hat sie aber dem Wilfried das geschickt. Und der Wilfried hat sie dann gedrängt und hat gesagt, ja komm, ich bin eh in der Nähe von Paderborn, wollen wir uns denn noch mal kurz auch mal sehen? Vielleicht haben sie sich vorher auch noch nie gesehen. Und er wollte die Chance ergreifen, sie das erste Mal zu sehen. Und dann hat das auch Sinn, dass sie dann rausgegangen ist um 11 Uhr, hat gesagt, ich muss morgen früh aufstehen. Der Wilfried so, ja komm, lass uns noch mal für eine halbe Stunde treffen. Und dann ist sie quasi, hat er sie da vielleicht sogar bei ihr vor Ort vor der Wohnung abgeholt. Und dann sind die noch mal, komm, lass noch mal eine Runde drehen im Auto, ein bisschen unterhalten. Und dann wäre das auch alles sinnhaft für mich zumindest, dass sie keiner gesehen hat, dass sie da ja einfach bei jemandem eingestiegen ist. Mhm. So, dann ist das ganze Dilemma losgegangen. Ne? Ja, ja. Und, und ich sag mal so, wir müssen uns vielleicht auch so machen, 2006 war das mit den Handy-Recherchen und den Internet-Recherchen noch nicht so weit, wie das heute ist. Also diese Internetkriminalität wie heute, die war 2006 noch nicht. Da gab es vielleicht bundesweit irgendwie drei niedrigen, fünfstelligen Betrag, da gab es irgendwelche Viren oder so. Und in den Polizeistationen, und gerade, da gebe ich dir vollkommen recht, in Paderborn, ja, was ja wirklich Provinz ist, ne, da haben die mit Cyberkriminalität nichts am Hut gehabt. Ja. Also selbst in Bielefeld nicht. Selbst im Landeskriminalamt 2006, da haben das Menschen gemacht, die bei der Polizei ganz normale Beamte waren, gearbeitet haben und vielleicht von zu Hause aus Affinität für Computer hatten. Ja. Ja, aber da war bei denen auch, sobald so ein Passwort ging oder so, was gehackt werden muss, war bei denen auch Schluss. Ja, geschweige denn, dann mal auf einem Rechner wirklich in die Daten zu gucken und nicht nur in Bilder und Dokumente, weißt du, sondern wirklich mal in Daten zu gucken, was ist da überhaupt passiert, das konnten die gar nicht. Und deswegen macht das auch Sinn, warum der PC von Frauke da irgendwie mehrere Tage bei der Polizei da in Paderborn oder in Bielefeld im Flur oder im Büro gestanden hat. Weil ja überhaupt keiner da war, der wirklich Ahnung von IT hat, um da zu recherchieren. Ne? Ja. Und deswegen sind die da auch nie auf die Spur gekommen. Mhm. Ja? Mhm. Denn ich glaube, die Spur ist, die wirkliche Spur ist, diese Internetkontaktbörse, wo dieser Wilfried W. und die Frauke sich halt leider irgendwie getroffen haben. Mhm. Weil der Fall, der ist ja auch so außergewöhnlich. Guck mal, dies mit diesen Anrufen, das Opfer anrufen lassen über einen größeren Zeitraum. Uhr und Portemonnaie, alles ist weg. Das gab's ja davor und danach nicht. Und das gab's nur auch in diesem Zusammenhang mit diesem Fall Höxter. Ja. Also, und wenn du sowas machst, dann hast du es ja schon mal vorher auch gemacht, ja. Also wenn du so weit gehst, dass du jemanden da fünfmal zu Hause anrufen wirst. Das ist ja schon, da bist du ja schon ein erfahrener Kidnapper, sag ich mal. Ja. Und die sind ja nachher sogar noch weitergegangen. Die Fälle, die dann 2016 hochkamen, da haben die ja sogar die Frauen berichtet, ja, ich bin sogar wieder nach Hause gefahren, dann nach Sachsen, Thüringen oder wo auch immer. Mhm. Und ich war so hörig, ich bin wieder zurückgekommen. Mhm. Ja. Also von daher schließe ich da auch den Nick und den Chris aus und dass die Frauke da tatsächlich Opfer geworden ist. Und diese ganze Geschichte mit dem Brief aus dem Gefängnis raus von der Angelika an diese Frau Lieb, so angeblich falsch adressiert, ja. das ist auch alles von der inszeniert. Die will ja Menschen manipulieren. Also die hat ja nichts davon jetzt, dass dieser Fall auch noch aufgeklärt wird. Die sind ja auch zweimal lebenslänglich wahrscheinlich da ins Gefängnis gewandert. Aber wo die ja Spaß dran haben, ist Leute zu manipulieren. Ja, und durch so einen Brief, sag ich mal, falsch adressiert, so mal zu gucken, auch mit diesem da auf die Wanderwege führen, ja. Das sagt mir ganz klar, ey, da ist Täterwissen da. Aber das Täterwissen wird nicht genutzt, um den Fall aufzuklären, sondern das Täterwissen wird genutzt, um wieder Menschen zu manipulieren, aus dem Gefängnis raus. Ja. Mhm. Und solche Psychopathen gibt's. Also hätte ich auch nie gedacht. Ja. Im Film und Fernsehen kennst du das hier, Hannibal Lecter, Schweigen der Lämmer, dass der da der Hannibal auch versucht hat, die
die Agentin zu manipulieren. Ja, solche schizophrenen Typen scheint es irgendwie eine Chance tatsächlich zu geben. Ja. Also das, deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass da die Verbindung ist. Und ja, vielleicht findet die Frau Liebs da auch oder die Polizei eine Möglichkeit, das nochmal zu recherchieren. Ja. Ich glaube, die Möglichkeit gibt es immer noch, solange halt, was weiß ich, Festplatten oder der PC noch da ist. Da könnte man noch eine Verbindung auch nach so vielen Jahren doch noch herstellen. Ja. Also du gehst davon aus, dass das Höxter-Ehepaar was damit zu tun hat. Ja, ganz fest. Weil das kommt alles zur Vierzehung, wie der die Vorredner auch gesagt haben, auch hier der Anrufer aus Österreich, das sind zu viele Zufälle. Ne? Ja. Also Zufälle gibt es im Leben, ja, und manchmal ist das ganz wild, da fährt man plötzlich gemeinsam auf der gleichen Landstraße oder ist im gleichen Fußballstadion und sitzt nur zwei Reihen auseinander, aber das in diesem Fall sind das einfach zu viele. Und das ist halt schade, dass da auch wieder so die Polizei scheinbar das sehr schnell ausgeschlossen hat, ne? Ja, da fragt man sich ja, wieso, ne? Oder wie du manchmal sagst, hey, die Polizei auch im falschen Bäcker haben vielleicht noch mehr Informationen. Das kann natürlich immer sein, ne? Dass die deswegen ausschließen. Aber die haben sich schon sehr stark da auf diese Umgebung von den Mobilfunkmasten konzentriert und haben sich vielleicht da auch, manchmal passiert einem das ja, ne? Dass man so verrannt in eine Sache, in eine Idee. So wie wir vielleicht natürlich auch. Ja. Und schließt dann schon wieder andere Sachen sehr schnell aus. Ne? Ja, genau. Macht das Sinn für dich? Sag mal was. Ja, absolut. Also je mehr ich jetzt in den Fall immer mehr reinkomme, das Höxter-Ehepaar nicht auszuschließen, auf keinen Fall. Ja? Zumindest, ach so, 99 haben die sich kennengelernt, sagtest du, ne? Dann wäre ja zu dem Tatzeitpunkt 2006 die Angelika W. mit involviert, ne? Genau. Und sie ist ja von ihm auch manipuliert und genötigt worden, vergewaltigt worden, geschlagen worden. Und sie ist aber von ihm nicht geflohen, sondern hat sich im Grunde genommen instrumentalisieren lassen und hat im Grunde genommen sich ja dann als Schwächter ausgegeben. Gegenüber der Nachbarschaft, gegenüber beispielsweise der Zeugin K. und anderen auch. Und hat im Grunde genommen das Spiel mitgespielt, weil sie selber auch so eine Psychopathin ist und auch Menschen manipulieren möchte und daran Spaß gefunden hat. Ja. Von daher, die hat ja auch, dafür gesorgt, dass junge Frauen, das ist ja immer das gleiche Muster irgendwie, zu dem Wilfried kommen. Ne? Hat auch Kontaktanzeigen und hat ja auch die, falls sie sich erstmal abgewendet haben, hat sie ja wohl auch hinterher telefoniert und hat gesagt, hier, wie kannst du nur, der Wilfried, der ist jetzt total am Boden erschlagen, der ist total traurig, dass du ihn verlassen willst, du bist ja doch nicht so ehrlich, wie du gibst und willst nur dann eine von den Männern und so und hat dadurch teilweise scheinbar Frauen auch wieder rumbekommen, dass die dann sich doch wieder da haben drauf eingelassen. Also hoch manipulierende Menschen sind das, ne? Ja. Und deswegen, dass diese Taten, dass da mehr Taten sein müssen, das ist einfach ein Indiz hier, dass da 2008 eine Tat war, zwei Jahre nach der von Frauke, dass die da über 50 Handys gefunden haben. Weißt du doch selber, ja gut, wir haben auch Handys, ne? Wir kaufen uns dann auch mal Neues und so weiter und behalten das alte noch. Aber 50 mit zwei Personen, das sind ja 25. Ja. Überleg mal. Und damals war ja diese Erneuerung von Handys war ja 2006 noch nicht so wie heute, dass jedes halbe Jahr ein neues Ding herauskommt. Ja. Naja, also das ist schon sehr auffällig und vielleicht haben auch ja, weiß man nicht, ne? Die Polizisten, die Polizei hat ja auch sehr viele Fälle und ist auch sehr überlastet. Und
die haben der Frau Liebs ja auch geraten, hey, gehen Sie den Brief da oder dieser Idee mit der Angelika Wede zu sprechen, nicht nach. Die will nur im Grunde genommen da benutzen, wie uns auch. Vielleicht haben die auch gesagt, hey, das macht die Frau Liebs auch nicht wieder lebendig. Wir haben zwei Fälle, dadurch sind die ins Gefängnis, die kommen da auch nie wieder raus und wahrscheinlich kriegen sie auch anschließend Sicherheitsverwahrung. Das wird übrigens gerade jetzt am Landgericht wird das gerade verhandelt, ne? Ob der Wilfried W. in Sicherungsverwahrung anschließend kommt. Aber diese Angelika, aber die sagen doch ruhen, ja. Die ist da drin und alles, was wir jetzt noch mit alten Fällen aufarbeiten müssen, wie der Fall Frau Griebs. Das ist alles nur Arbeit, bringt uns aber in der Sache ja auch nicht wirklich weiter und lass uns an neue Fälle rangehen. Kann sein, weiß ich nicht, ne? Aber ist vielleicht auch ein menschliches Verhalten. Ja. Gut, dann erstmal lieben Dank für deinen Anruf. Gerne, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was beitragen. Ja, auf jeden Fall. Da verfolgt natürlich deine Sendung weiter und scheint ja auch ein bisschen mehr Ruhe reinzukommen, nachdem du so ein paar Störungsfriede vor die Tür gesetzt hast. Ja. manchmal muss das sein. Manchmal muss so das sein, ja. Zu sein, wie du bist, das ist schon, finde ich schon richtig. Ja, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Genau. Also, lieben Dank und ich freue mich auf die nächsten Anrufe von dir. Genau, dank dir und alles Gute. Dir und auch. Viel Spaß heute Abend. Danke. Tschüss, mach's gut. So, mir wurde ja guck mal, was das ist hier mit den 779 Bilder, was Mord an Frau Geliebs betrifft. Okay, aber ich muss erstmal das genau finden. Das ist das Problem. Schauen wir mal. So, den Link, den du mir geschickt hast, da bin ich jetzt drauf. Aber wo komme ich da an Bilder dran? Das ist die Frage. Das ist die Frage. So, Bilder. Ah ja. Gut, jetzt habe ich die Bilder. Ja. Ich habe es gefunden. Gut, jetzt wollen wir mal schauen. Und welche spezielle, das sind ja viele Bilder, ne? Fast 800 Bilder. Welches Bild ist denn für dich jetzt relevant? Ich wollte eigentlich mal suchen nach dem Tatort, beziehungsweise nicht Tatort, sondern wo die Leiche gefunden wurde. Da muss ich jetzt mal suchen. Gib mir mal einen Tipp, ist das mehr oben oder mehr unten oder mehr in der Mitte oder sind hier neuere Fotos? Ah ja, warte mal, da ist irgendwas. Und diese Bilder, ist das richtig, dass das Polizeifotos sind? Also wenn jetzt hier irgendwas Relevantes dabei ist, würde ich das mal hier natürlich zeigen. Hast du mir nochmal geschrieben? Warte. Ah ja, okay. Okay, ich zeig mal. So ist die Leiche Original Polizeifoto. Ich
Schau mal, ob ihr das hier sehen könnt. Ja, da seht ihr noch die Hose. So ist das der Tatort oder der Fund, wo die Leiche lag, wohl aufgefunden worden. Also, jetzt mal so eine kleine Triggerwarnung. Bevor ich hier das Bild zeige, das zeigt nämlich einen Blick auf den Schädel. Kann ich nicht lesen. Also, ein Blick auf den Schädel, das Skelett aufgefunden wurde. Da hat die Polizei Fotos gemacht. Und zwar einmal von dem Kopf oben quasi. Also nochmal eine Triggerwarnung. Leute, die das jetzt nicht so vertragen, Leichen zu sehen oder Skelette zu sehen oder Leichenteile zu sehen, die mögen jetzt wirklich bitte mal wegschauen. Denn das werde ich jetzt mal hier kurz zeigen. Ihr seht, oben ist der quasi der Schädel von oben zu sehen und unten ist dann der Unterkiefer zu sehen von dem Skelett. Ja. Schon heftig, ne? Diese Fundstelle. Ja, danke nochmals an den für die Links und wie gesagt, in den Ordner sind 779 Fotos drin, die ich mir in den nächsten Tagen einfach mal anschauen werde und was relevant ist, werde ich dann auch nochmal hier runterladen und auch nochmal zeigen. Ute fragt, war der letzte Anrufer nicht der Peter? Ja, genau, Ute, das war der Peter. Also natürlich, Wild schreibt respektlos, sowas gehört nicht her. Also pass auf. Ich habe hier eine Triggerwarnung ausgesprochen. Ich habe gesagt, wer das nicht sehen möchte, soll jetzt bitte wegschauen. Ja? Also was machst du mich jetzt hier an, dass das hier respektlos wäre und so weiter und so fort. Das gehört nun mal zu diesem Mordfall dazu, ja. Deswegen kann ich das nicht verstehen, was du hier jetzt schreibst. Es ist auch in Zeitungen Sinn, ähnliche Sachen zu sehen, ja, wenn es hier um Mordfälle geht und so weiter. Ich habe gerade mal ein oder zwei Fotos gezeigt und jetzt nicht alles, was da noch zu sehen ist. Genau, Lana Maria, man kann die Bilder selber überall finden. Ja. Also dann mach denjenigen an, der die Bilder veröffentlicht hat im Netz und nicht irgendwie mich. Also nochmals, entweder verstehst du das nicht, es kann jeder anschauen, es muss es nicht anschauen. Ich zwinge doch niemanden, das hier anzuschauen. Ja. Und nochmals, ich kann mir nicht vorstellen und ich gehe davon aus auch, dass die Frau Liebs diese Sendung hier nicht kennt, mich nicht kennt und auch nicht weiß, dass hier über ihre Tochter gesprochen wird und so weiter und so fort. Also, außerdem, was ist denn da zu erkennen? Da ist ein Schädel zu erkennen, da ist ein Unterschied, Unterkiefer zu erkennen. Ja. Ich sag mal, wenn jetzt eine komplette Leiche, die hätte ich sicherlich nicht gezeigt, ja, die jetzt nicht ein Skelett ist, sondern, sage ich mal, eine relativ frische Leiche oder wo jetzt noch alles zu erkennen ist,
das hätte ich mit Sicherheit nicht gezeigt. Ja, aber jetzt einen Schädel von oben zu zeigen und einen Unterkiefer zu zeigen, ja, also bitteschön, wo ist das, warum ist das so wild? Genau, die Bilder sind überall öffentlich, sogar auf Google. Also. Verstehst du immer noch nicht, natürlich wild. Ne? Trotzdem muss man es jetzt nicht zeigen. Was bringt das jetzt für deine Sendung? Ja, mein Gott. Man kann wegschauen, richtig, Ute, ne? Gebe ich dir absolut recht. Also es gibt immer Leute, die sich über irgendwas aufregen. Zuletzt war es ja meine Katzen, die meinem Rauch ausgeliefert sind oder das. Dabei müsst ihr eigentlich wissen, dass ich hier einen sehr guten Lüfter habe. Jedes Mal, wenn ich mir eine Zigarette anstecke, geht er an und pustet und saugt die ganze Luft ein und pustet frische Luft raus durch den Filter. Aber wie gesagt, ich muss mich hier nicht für jeden Schwachsinn hier rechtfertigen. Wenn wir über Mordfälle sprechen, dann wird auch mal sowas gezeigt. Wie gesagt, das war jetzt nicht keine komplette Leiche, sondern nur wirklich ein Schädel von oben und auf dem zweiten Bild war ein Unterkiefer zu sehen. Naja, gut. Aber es gibt immer wieder Leute, die was rumzumeckern haben. Das ist nun mal so. Susadin schreibt, wo finde ich die Bilder? Ich kann dir nur so oberflächlich sagen, warte mal, wie war der Link? Also, ich weiß nicht, ob ich das hier ziehe. Warte mal, ich versuche mal hier einen Link reinzusetzen, weil diese Seite ist ja öffentlich, ja, und diese Seite von mir auch öffentlich zu machen, das ist, kann man durchaus machen. Ich setze gleich mal einen Link ein für die Leute, die das interessiert. So, ich versuche das mal reinzusetzen. So, ich hoffe, ihr seht den Link. Das ist der Link. Und da sind unter anderem diese Bilder zu sehen. Und insgesamt 779 Bilder. Also öffentlich zugänglich. Also nicht exklusiv von mir. So, ich würde sagen, wir sind jetzt 2 Stunden live. Wir werden uns auch am nächsten Sonntag weiter mit Frau Geliebs beschäftigen und ich werde mal ein bisschen was vorbereiten, wo wir dann ein bisschen mehr darauf eingehen können, inwieweit denn dieses Höxter Ehepaar eventuell doch da involviert sein kann oder sogar die Täter sein könnten. Das werden wir dann noch ein bisschen mehr untersuchen.
ein paar Zusammenhänge vielleicht herstellen. Und gut, dann danke fürs Zuschauen bei mittlerweile oder zeitweise 500 gleichzeitigen Zuschauern im Stream. Ja, und danke für die Glückwünsche für inzwischen über, glaube ich, 3000 Abonnenten. Den 3000er geknackt und natürlich ganz, ganz lieben Dank für die Spenden. Nämlich einmal von Sina mit 5 Euro und einmal Nico Brenn mit 10 Schweizer Franken. Das machte immerhin 15,52 €. Vielen, vielen lieben Dank. Und Clara schreibt, wolltest du noch das andere Bild sagen? Nee, ein anderes Bild gab es leider nicht, Clara. Ich dachte, aber das war kein weiteres Bild gewesen. Gut, dann nochmals danke fürs Zuschauen und wir sehen uns, ich sag einfach mal am Sonntag. Ja, bis dahin eine gute Woche für euch, bleibt gesund und bis denne. Macht's gut.